Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Dreadout. Habe ich jetzt das Richtige? Nein, nicht so. Okay. Wir laufen jetzt einfach mal so, damit ich die Geister gleich finde. Ich will jetzt nämlich gerade nicht auf mein Smartphone wechseln. Denn wir müssen ja immer noch, ich glaube, in die Richtung. Eine andere gibt's ja nicht. Und hier sind ja diese komischen Geister. Ich frage mich übrigens, hätten wir tatsächlich irgendwo Iras Telefonnummer wissen können? Ja? Also, haben wir die irgendwo mal gesehen? Hier in dem, um den Dreh rum müsste es sein, wo diese Geister auftauchen. Ihr dürft aber auch gern wegbleiben. Das waren zwei wenigstens. Oh Gott. Ich mag nicht. Aber noch haben wir hier keinen roten Rahmen. Also alles gut. Warte mal, da war was. Ich hab's genau gesehen, da vorne war was. Okay, Moment. Wir gehen mal wieder. Nein, lass mich doch in Ruhe. Ich will nur ein Stück da weiter weg. Wo du nicht bist. Oh, dieses Geräusch auch immer. Okay, wir können die also mit dem Kamerablitz scheinbar stunnen. Okay. Ich hoffe, die stellen ihr Leben nicht wieder her. Inflationäre Verwendung des Blitzes. Da vorne sind sie. Es sind zwei, wie es aussieht. Ah. Aua, was ist das? Okay, Inner Beauty. Da ist immer noch eine. Und jetzt bitte endlich weg. Oh, hier immer noch eine. Und jetzt bitte endlich weg sein, ihr Schrullen, ihr. Dann kann ich mal euren Eintrag in der... Okay, sie scheinen weg zu sein. Ich traue der Sache aber noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich will hier ganz schnell weg. Hier konnte ich nicht durch, oder? Das waren jetzt nicht die Menschen. Was ist es überhaupt hier? Nee, das ist es nicht. Oh, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, wir gucken erstmal in die Geisterpedia. Moment, Inventar. Nee, doch, Dateien war das. Geisterpedia, was waren das für ekelige Dinger? Das war ja... Palasik. Ah, das ist ja... Die abstoßende Manifestation einer mächtigen Hexe. Dieser Geist hat einen unstillbaren Hunger und verschlingt Kinder, während sie noch im Leib ihrer Mutter heranwachsen. Der Fluch der Hexerei einer Pasalaki... Palasik, kann 7 Generationen lang andauern. In verzweifelten Versuch, diese finstere Bedrohung zu verbannen, werden ganz Familien, die unter dem Einfluss des Fluchs stehen, vertrieben oder hingerichtet. Ja, halte ich immer für eine gute Idee, Leute hinzurichten. Das ist immer die beste Möglichkeit, um Dinge loszuwerden. Okay. Wir gehen erstmal wieder zurück. Nee, eigentlich wollte ich, wenn ich ehrlich bin... Wollte ich jetzt hier meinen... bin ich hergekommen? Offensichtlich nicht aus dieser Ecke.
Da, hier ist der Weg. Ah, ich glaube, das war jetzt da, wo Miss Siska. Ob es den beiden noch gut geht? Wir gucken am besten mal schnell nach. Warte mal, hier könnten wir nach vorne gehen. Könnten wir nicht. Okay. Oh. Also diese Viecher haben gerade echt ein bisschen genervt. So, schauen wir doch mal nach unseren beiden Damen. Unseren Mädels. Huch, Katzi, okay. Seid ihr noch da? Was ist das? Oh. Oh nein, die sind schon wieder tot, oder? Es ist schon wieder irgendwelche Leichen. Och nö. Oh nein. Und Linda ist immer so fertig, wenn sie Leichen findet. Oh, das tut mir so leid. Hat die Puppe nicht eben gerade gesagt, wir töten keine Lebenden? Da können wir nicht wieder rein. Das heißt wohl, wir müssen diesem Weg hier folgen. Die Musik ist gerade so laut. Oder? Naja, gibt ja eigentlich nur den einen Weg, ne? Wir werden hier nie wieder lebendig wegkommen. Ich ahne es. Und was ist hier die Mansion? Also dieses Anwesen, von dem hier gesprochen wurde. Wo finde ich das? Ist das hier? Soll das hier irgendwo sein in der Nähe? Och Mann, ich mag nicht. Das ist sehr, sehr deprimierend, dass jetzt unsere Klassenkameraden auch noch tot sind. Und ich weiß wirklich nicht, in welche Richtung, wo wir noch hingehen sollen. Nee, das kann es auch nicht sein. Außer halt zurück, ne? Im Prinzip können wir nur zurück. Ich hoffe übrigens, die Musik ist gerade nicht viel zu laut. Aber heißt es jetzt, Shelly und Miss Siska sind tot? Oh. Da ist. Die Treppe war vorher auch noch nicht da, oder? Oh Gott. Ich ahne es, wir werden sterben. Wir werden sowas von. Was waren das für Dinge? Oh Gott. Okay, aber es ist kein. Oh, dieses Lachen klingt voll eklig. Kannst du bitte. Weiß gar nicht, was hier eigentlich vor sich hin lacht. Aber hier ist auf jeden Fall das. Das sind diese Köpfe gewesen. Okay. Ich glaube, wir benutzen jetzt gerade den Schlüssel, um da reinzukommen. Wir sollen nicht in ihre privaten Gemächer gehen. Ah, da, der Kamerablitz kann manche Illusionen zerstören. Das waren die Büsche und fallende Lähmen. Das waren diese komischen Palasiks. Wenn du die Spiegelreflex in der Hand hast, kannst du mit F oder B deine Umgebung erhellen. Mit B auch, das ist schön. F ist aber viel praktischer. Okay, wir sind innen auf der Innenseite des Tores. Ich gehe mal wieder auf die Kamera. Ein schönes Haus. Das wünscht man sich als Ferienhütchen, ne? Auch genauso mit den Geistern. Aber liebe Geister, ich habe es versprochen, ich werde nicht mehr freiwillig nie wieder in eure Nähe kommen. Sobald ich hier weg bin, komme ich nie wieder hierher. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass es diesen Geist nicht kirre gemacht hat, dass ich zweimal gesagt habe, dass sie nicht Ira ist. Manche ärgern sich über solche Sachen ja, wenn man sie auf das Offensichtliche hinweist. Okay, hier ist eine Türe. Da ist doch... Vermutlich muss ich nochmal einen Schlüssel suchen. Nochmal einen Schlüssel suchen? Wieso komme ich da jetzt nicht rein?
Habe ich den jetzt benutzt, den Schlüssel? Ah, ich muss irgendwo rumlaufen und ihn suchen, ja? Okay. Oh, oder aber vielleicht... Moment. Vielleicht... Nee, warte, hier drüben. Hier ist kein Schloss dran, oder? Genau, hier drüben ist kein Schloss dran. Okay, dann gehen wir mal hier rein, bitte. Ich wechsle mal wieder kurz hier drauf. Oh, das ist aber richtig hübsch eigentlich, ne? Und ich habe zumindest keine roten Vibes. Hier ist schon mal nichts, was mich umbringt, momentan. Ein hübsches Bild. Da, ganz kurz hat man es gesehen. Aua, was war das denn jetzt? Okay. Aua. Nee, ich sehe aber wirklich nichts. Ich mache mal hier ständig. Ich laufe mal hier langsam und mache Fotos. Für den Fall, dass gleich was aus der Ecke gesprungen kommt. Ich höre auf jeden Fall so ein unschönes, schweres Atmen. Da vorne ist ein Spiegel. Ich nähere mich dem Spiegel. In der Nähe ist irgendwas, was mir schaden kann. Aua! Die ist hinter uns, die Olle. Wie soll ich die denn loswerden? Ich weiß nicht, wie ich die loswerden soll. Manu. Ah, warte, jetzt. Jetzt ging's gerade. Aua. Jetzt bin ich tot. Ganz toll. Aber gerade eben haben wir sie ganz, ganz kurz erwischen können. Aber eben nicht lange. Sondern wirklich nur so einen kleinen Moment. Okay. Aber wir wissen es jetzt ja, es ist ein Fan. Oh Gott, das ist dasselbe Viech, was Donny umgebracht hat, oder? Das sieht ihm ähnlich. Es hat sich also auf uns abgesehen. Wumm, da sind wir fast wieder draußen aus dem Limbo. Das ist dasselbe Vieh, das es auf Donny abgesehen hatte. Und ich weiß aber nicht, wie ich es scharf stellen soll, dass wir sie tatsächlich erwischen, bevor sie uns erwischt. Ob das praktisch nach jedem Fehlversuch sie uns einen verpasst. Ja, nimm die Kamera in die Hand. Nimm sie in die Hand. Soll ich das denn? Ich sehe doch hier gar nichts mehr. Wie soll ich das denn hin? Ah, da ist sie jetzt. Ach so, Moment mal. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum? Wie? Wo? Wie soll ich die denn erwischen? Ich sehe die doch nicht. Und wenn ich mich umgucke, sehe ich sie auch nicht. Und wenn die an uns dran klebt und der Spiegel ist jetzt kaputt, dann komme ich doch auch nicht weiter, oder? Eine Sammlung mystischer Gegenstände kann mit ihrer Macht Lindas Fähigkeiten verstärken. Alles klar. Also, wenn ich es jetzt nicht hinbekomme, dann gucke ich einfach nochmal nach, wie das gehen soll, denn ich habe jetzt keine Lust, hier 3 Stunden rumzuprobieren und dabei immer wieder zu sterben. Aber vielleicht müssen wir uns auch einfach immer weiter auf die Spiegel zubewegen.
dass wir sie praktisch erst wieder sehen, wenn wir vom Spiegel... Soll ich mich hier echt durchsterben? Das kann es doch aber auch nicht sein. Wieder irgendein komisches Achievement. Aua. Ich kann mich doch hier nicht einfach nur durchsterben müssen, oder? Ich weiß es einfach nicht, wie das gehen soll. Okay, wisst ihr was? Ich guck mal eben schnell nach, wie man diesen Geist besiegen können soll, okay? Einfach nur, weil es ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein kann, dass wir alle paar Meter sterben. Moment, ich bin gleich wieder da und dann stehen wir auch wieder vorne am Limbo. So, wieder da. Ja, es ist schön, dass ich Indie-Spiele unterstütze und ich finde einfach nicht, wie man das besiegen soll. Da steht zwar irgendwas da vorne, von wegen... ja, lauf bitte einfach. Wir sollen... Aber da ist noch ein Spiegel. Da ist ja wieder einer. Okay. Ich glaube, wir müssen uns einfach nur von Spiegel zu Spiegel arbeiten. Und ich weiß nicht, wo der nächste Spiegel ist. Da ist er. Hier. Müssen wir sie vermutlich... Ich weiß aber nicht, ob man das hier lebendig durchschaffen könnte. Also ich bin irgendwie zu doof dafür, es hier lebendig zu schaffen. Bist du jetzt bitte endlich tot? Nee, bist immer noch nicht, ne? Warte doch, jetzt. Wir sind fast tot. Okay, der Geist ist weg. Okay, wir haben es geschafft. Okay, das war kein Geisterding, das war unser Tagebuch, das aktualisiert wurde. Ich muss herausfinden, welche Geheimnisse in diesem Anwesen versteckt sind. Musst du das wirklich? Wo kamen wir denn her? Wir kamen hierher gerade, ne? Gut. Hier ist irgendwie so ein Saal mit Essen. Ich mach mal das hier, ne? Da sehen wir ein bisschen mehr. Was genau ist das hier alles? Na, so wieder. Warte mal, ich könnte ja auch einfach das hier machen. Da sehen wir sogar noch ein bisschen mehr. Ich versuche mal durch diese Türen zu gehen. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ach nee, warte, das hier hinten ist die Tür. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Hier ist nichts Nützliches gerade und nichts Gruseliges. Außer, dass hier wohl gerade ein Bankett im Gange war, als alle unterbrochen wurden. Hier ein hübsch gedeckter Tisch. Da kam ich ja mehr oder weniger... Da ist noch Essen. Aber wie... Achso, das waren wir. Ich gerade kurz erschrocken. Da geht eine Treppe hoch. Ich nehme an, dass wir hier die Treppe hoch sollen. Na, da ist schon wieder ein Spiegel. Sehr schön. Moment. Da sehe ich Bilder, hier nicht. Ich will erstmal kurz hier hochgehen. Immer erst sich umgucken, das ist wichtig. Wobei ich fast glaube, das Ding hier soll ein Spiegel sein, ne? Also, ich glaube, wir müssen eher dadurch, denn das ist kein Spiegel, das sieht nur aus wie einer. Ich würde mich hier nur einmal kurz umgucken, ob wir noch irgendwas Nützliches finden. Uff. Und ich glaube einfach mal, ich halte es für eine schöne Idee, dass ich das jetzt einfach mal versuche, bis zum Ende durchzuspielen, ohne dass ich wieder 100 Unterbrechungen mache dazwischen. Weil ich glaube, dass es nicht mehr lange gehen kann. Komm ich hier bitte dann auch wieder durch? Aber hier scheint echt weiter nichts zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier nach unten.
Und ihr seht ja, hier sind Bilder. Hier sind Bilder. Hübsche, hübsche Bilder. Und wenn wir hier runtergehen, dieser Pseudospiegel, da sind keine Bilder. Das heißt, wir müssen eigentlich... Aber wie kommen wir da durch? Ah, vielleicht so. Warte mal, hier drüben. Ich weiß nicht, wie wir da durchkommen sollen. Aber irgendwie... Muss ich da vielleicht E drücken, dass ich ihn benutze? Oh, warte, hier ist noch eine Türe. Die haben wir noch nicht ausprobiert. Au! Oh, das ist jetzt nicht so gut. Okay, wir sind unten wieder. Wir wurden unsanft nach unten geschubst. Das ist nicht so nett. Und hier ist irgendwo ein Geist, der mir wieder versucht, uns umzubringen. Ganz toll. Da hat es eben kurz geglitscht. Da vorne ist sie gerade. Ja. Hallo, Geist? Ich glaube, ich muss dich besiegen, um weiterzukommen, oder? Würdest du dich bitte von mir fotografieren lassen? Ich verspreche, ich werde versuchen, ein schönes Foto von dir zu schießen. Wo ist die? Wo ist die? Da hinten ist sie. Aber wo... Das hat... Aua! Ey! Das hat eben auch nur so ganz, ganz kurz mal... Da ist sie! Aua! Ey! Die wirft mit Sachen nach uns. Toll, okay, da kommen wir nicht mehr raus. Ich sehe auch nicht. Ich glaube, ich habe sie vorher einmal kurz gesehen, oder... War das nur der Tisch, den ich gesehen habe, den sie geworfen hat? Vermutlich müssen wir uns an den Dingen orientieren, die sie durch die Gegend schiebt und sie dann echt schnell erwischen. Ist da was, was wir... Nö. Ist die? Aua. Bist du ein unfreundlicher Geist, der auch Sachen an mir zu werfen? Das finde ich nicht so nett. Aua! Ich werde hier bestimmt sterben, einfach nur, weil ich von irgendwas... Theoretisch müssten wir vermutlich schon tausendmal tot sein, einfach weil wir ständig Sachen an den Kopf kriegen. Das schmeißt die echt mit Tischen, Stühlen und anderen Möbeln nach uns. Aber ich sehe sie nicht. Sich ein bisschen, ne? Ich weiß aber auch nicht, wie wir die triggern können, dass sie... Kann ich hier irgendwie... Ja, ich kann hier hoch. Vielleicht muss ich auch dafür sorgen, dass sie den Spiegel einwirft. Das könnte sein... Wo war denn der Spiegel nochmal? Ich weiß nicht. Ich versuche mal zu dem Spiegel zu kommen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwas dagegen schmettert. Welche Ecke war das denn? Oder hat sie da jetzt einen Ausgang blockiert? Ach, das war oben irgendwo, nicht wahr?
Okay. Und dann hat sie uns ja hier runtergeworfen. Aber ich glaube, ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass wir das eigentlich so irgendwie einrichten müssen. Dass sie sauer auf uns ist und dann für uns praktisch diesen Fake-Spiegel da unten kaputt macht. Damit wir da durch können. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Weg nach unten wiederfinden. War das hier? Tür ist verschlossen. Okay. Na gut. Ah, warte mal. Hier sind wir ja durchgelaufen mit dem komischen Geist. Okay. Ich versuche das mal zu rekonstruieren. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Bla bla bla. Hier sind wir durch. Dann sind wir hier rum. Und jetzt sind wir ganz woanders. Warum sind wir jetzt hier? Und was ist das da hinten? Das war eben noch nicht da. Ist das die Schwester? Kann ich jetzt rein? Tür ist verschlossen. Waren diese Absperrungen hier eben schon da? Also diese Dinger hier? Aua. Ja, ja, schon verstanden. Ich bin dein Lieblingsgast. Ach da, wir können da nicht hoch, weil sie den Ausgang blockiert hat. Okay. Aber das hier war eben wirklich noch nicht da, oder? Boah, Gesicht. Tür ist verschlossen. Gab es auf der anderen Seite auch so eine Türe? Nee, oder? Okay, ich muss echt versuchen, die zu erwischen. Endlich. Jetzt haben wir sie einmal zumindest. Ich weiß nur nicht, wie oft wir sie treffen müssen. Aber immerhin haben wir sie einmal erwischt. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ich sie überhaupt nicht sehe. Oder... Okay, wir haben sie nochmal erwischt. Drüben müsste sie irgendwo sein. Jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Autsch. Hinter uns, du Miststück. Schleich dich doch nicht so an. Kommt wieder irgendwas geflogen. Ich sehe es kommen. Hm. Oh, aber warte mal. Der rote Rahmen ist weg. Jetzt ist er wieder da. Das heißt, wir sind wieder in ihrer Nähe irgendwo. Ist sie wieder weg? Aua.